Hey Leute, heute ist Kironseki no Kansha no Hi. Auf jeden Fall ist es ein Feiertag heute in Japan. Und zwar ist das so wie Tag der Arbeit oder so. Und wir werden heute erst ein paar Schreine besuchen gehen und dann Hotto essen. Und Hotto ist hier die lokale Spezialität, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Los geht's! Und zwar heißt der Shōzenji. Wenn man die berührt, soll man Glück haben. Jetzt habe ich ganz viel Glück. Überall, wo ein Tempel ist, ist übrigens ein Friedhof auch nicht weit, weil die halt immer sozusagen dazugehören. Hier wachsen einfach mal Kakis am Baum. Das nicht weniger. Jetzt sind wir am nächsten Schrein, der heißt Hachimangu.
Auf diesen Tafeln ist übrigens alles in Kanji geschrieben, also ohne Hiragana und ohne Katakana, weil im alten Japan eben nur mit Kanji geschrieben wurde und die Hiragana und Katakana erst später dazu kamen. So, und jetzt sind wir am Senkoji angekommen. Übrigens habe ich euch am Anfang ein bisschen Blödsinn erzählt. All die Orte, wo wir waren, waren übrigens Tempel und keine Schreine. Also es waren alles drei Tempel. Kirei ne. Ich habe mir jetzt ein Umiyakuji gekauft. Ich habe mir jetzt ein Umiyakuji gekauft und zwar eins mit Eulen drauf. Yay! Und das öffnen wir jetzt. Also ein Umiyakuji ist wie so eine Art Vorhersagung. Also so ein, was wird deine Zukunft bringen, Glückskeks-mäßig. Ah, und ich habe eine blaue Eule drin. Und tja, also, ich werde das mal in Ruhe lesen, beziehungsweise mir von meinen Freunden helfen, das übersetzen zu lassen, und dann sage ich euch, was in meiner Zukunft passieren wird. Umiyakuji heißt es übrigens, Umiyakuji.
本当、あ、食べてみたい。So we have to wait. Okay. Ah, upstairs. Ah, いいね。Meine Vlogs immer mein Bett. Aber egal, es gibt ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte. Und zwar erstens, das Hotdog war wirklich sehr, sehr lecker. Und das Besondere daran waren wohl irgendwie diese Nudeln. Also die waren relativ platt und breit und länglich. Das ist wohl nur hier in der Gegend so speziell. Zweitens habe ich mich vorhin verbessert und habe euch gesagt, dass alle drei Orte, wo wir waren, Tempel waren und keine Schreine. Aber wir haben vorhin mit den Japanern zusammen nochmal nachgelesen. Und zwar, das erste war ein Tempel, das zweite war ein Schrein und das dritte war wieder ein Tempel. Also doch ein Schrein dabei und zwei Tempel. Und dann noch eine Sache, die ich euch erzählen möchte. Und zwar habe ich mir heute noch ein One Piece Mann gekauft. Und zwar hatte ich heute endlich Zoro drinne. Yay! Zoro! Und ja, ich habe jetzt mal geschaut im Internet. Es gibt 24 verschiedene Sticker davon. Und ich habe bisher 15 von diesen Dingern gekauft und habe 12 verschiedene Sticker drin. Also ich hatte bisher nur dreimal einen doppelten. Und da die Chancen eigentlich relativ gut sind, halt wirklich viele verschiedene Sticker zu bekommen, habe ich gedacht, ich versuche die 24 wirklich voll zu machen. Aber mal sehen, ob ich wirklich dann so viel Geld da lassen werde oder nicht. Ja, genau. Und das ist eigentlich alles, was ich heute noch sagen wollte. Dann sehen wir uns bald in meinem nächsten Video wieder. Und wahrscheinlich sind wir in meinem nächsten Video in Tokio. Yay!